wir können es nutzen, um mal da hinten hinzugehen. Oder? Ich meine, es sieht von hier aus so aus, als wenn das nicht höher wäre. Irgendwie müssen wir ja da hinkommen. Hier hochklettern, aber das ist ja auch nicht hoch genug. Das ist nicht hoch genug. Das da meine ich. Das ist da drüben. Sieht von uns aus so aus, als wenn es nicht hoch genug wäre. Weil es halt vom Plateau her niedriger ist. Sieht zumindest so aus. Kurz wieder Atem. Eine kleine Verschnaufpause. Wenn wir da überhaupt hochkommen. Ah ja, okay. Fühle mich gerne hier so rüber. Also sie bleiben ja gerne an. Ah, okay. Sie bleibt hier sogar stehen. Das ist sehr, sehr gut. Dass sie in der Lage ist, sich da abzustellen und nochmal Energie zu sammeln. Dann können wir hier, genau, nochmal das gleiche machen. Da vorne, ne? Okay. So, gucken wir mal. Haben wir hier die richtige Höhe? Ich glaube nicht. Ehe wir da ankommen, ist wie eben. Ehe wir angekommen sind, sind wir wieder unten. Also, ne, Richtung Boden. Ich sehe es zwar von hier aus nicht, aber ich weiß ungefähr, wo es hängt, vom Baum her. Vielleicht müssen wir auch auf den Baum klettern. Ja, guck. Wir sind halt jetzt schon nicht in der richtigen Höhe. Nee, das ist zu weit weg. Someone needs assistance. Vielleicht doch der Baum? Das kann ich mir nicht vorstellen, aber hier ist auch kein Windrad, ne, wo ich mir sagen könnte, okay, assistance. Machen wir das. Gut, dann, oh. Guck ich mal. Inwiefern sie da jetzt hochkommt. Werd nicht springen. Um gleich so viel Ausdauer wie möglich noch für, den Gleiter zu haben. Wenn es funktioniert. Weil wir dürften ja jetzt, ich muss gucken, wo der ist, in der richtigen Höhe sein. Ah ja, Tatsache, der Baum. Okay, ich weiß zwar nicht, ob das so geplant war, dass man den Baum klettert, um daran zu kommen. Ein bisschen tricky, aber es hat funktioniert. Ne, es hat funktioniert. Gut, dann teleportieren wir uns mal. Nö. Damit wir dann genau in die Nähe kommen. Ich drücke immer hier das große Pad, das D-Pad heißt es, glaube ich, auf dem Controller. Weil in Horizon komme ich damit auf die Karte. Hier nicht. Hier muss ich L1 drücken, um dann nach unten zu gehen und dann da auf die Karte zu kommen. Okay, vernichte den Ruinenwächter. Klingt schon sehr offiziell. Und ein bisschen gefährlich. Mal gucken. Also es ist keine von den Normalo-Aufgaben, die wir sonst bekommen. Ja, gut. Ein bisschen Eisen habe ich ja gesagt. Wenn wir wieder zum Schmiede gehen wollen. Wäre gar nicht mal so unpraktisch. Zumal wir ja momentan sowieso immer... Ich werde das jetzt auch so machen, dass ich... habe ich die eigentlich immer täglich... Ich glaube, ich habe die nicht eingesammelt, ne? Ah, ich bin so dumm. Die letzten Male hier das hier. Haben wir nie gemacht, ne? Oder? Hä? Kann ich das überhaupt da einsammeln? Oder geht das doch nur übers Erledigen, dass wir das dann bekommen? Nee, ich glaube, wir bekommen das, wenn wir gleich, ne? Ach, warte mal. Das war sowieso falsch. Ach, come on. Ich bin gerade verwirrt. Ich hoffe doch, dass wir die so bekommen. Ja, ich glaube, wir bekommen die so, ne? Die Belohnungen. Nicht über, dass wir das dann da wählen müssen. Ich weiß gar nicht, wie ich gerade auf den Gedanken gekommen bin. Ich habe das gerade eben so gesehen. Und war ein bisschen verwirrt. Aber gut. Den sollen wir besiegen, ne? Ich glaube, ich sollte erstmal Kaya nehmen. Ah! 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 Ah!
Okay. Ich glaube, das ist so am besten. Ja, das ist, glaube ich, so am besten. Wenn er nicht vorher auftaucht. Ja, das ist halt sehr knapp. Ich muss halt hier immer die ganze Zeit unten rechts hinlegen. Dass er halt nicht so viel Chancen hat. Ne? Und ich meine Ult nicht einsetzen muss. Genau. Sondern nur... Okay. Das war jetzt ein bisschen cheaty, aber... Ah ja, okay, wir kriegen die Missionsbelohnung so. Sehe ich gerade. Dann ist ja gut. Ich hatte gerade wieder umsonst irgendwelche Befürchtungen, die sich nicht erfüllt haben. Sehr schön. Abgehakt. Check. Habt ihr das auch manchmal? Dass ihr euch nicht sicher seid, ob das jetzt wirklich so war, ob ihr es richtig gemacht habt oder ob ihr irgendwie was verpasst habt und dann im Endeffekt doch merkt, oh, ja, doch nichts verpasst. Sehr schön. Ne, gerade so in dem Bereich Videospiele, meine ich. Ne? So Missionsbelohnungen etc. Beziehungsweise auch in anderen Bereichen. Vielleicht kann man ja auch das Gefühl haben, in anderen Bereichen irgendwie was verpasst zu haben und dann denken, ach nee, ach komm, doch nichts verpasst. I must leave no stone unturned. Na komm. Na komm. Komm. Na komm. Gossa. I missed a spot. Freeze. Don't push your luck. Warte mal, ihr seid da oben auch noch. Kommt ihr näher? Glaube ich. Na komm, solange er noch nicht feststeckt. Ah ja. What's the hurry? Ich möchte gerne noch ein paar Sachen mitnehmen, aber ich glaube, hier liegt nichts mehr, ne? Gut. Dann können wir ihm ja jetzt bequatschen. Danke dir, Reisender. Ich würde einfach nur Obst pflücken und es dann in der Stadt verkaufen. Ich konnte ja nicht ahnen, dass die Straße gesperrt ist und dann kamen auch noch diese Kerle dort. Dann gehe ich jetzt wieder nach Mondstadt. Komm gerne vorbei, wenn du mal in der Nähe bist. Nimm die hier als kleines Dankeschön. Mein Obst ist immer so frisch. Beatrice kommt oft vorbei und kauft mir alles weg. Ja, sehr schön. Beatrice. Okay. Das wäre dann unsere Tagesgedönse Belohnung. Ja. Aber ich bin gerade am überlegen, war das eine nicht mit, mit Pass und so? Diesen Dingspass. Wo ist das denn jetzt? Ich glaube, ich habe es gerade nicht gesehen, oder? Bin ich einfach nur blind? Es kann auch sein. Ich bin öfter mal, blind. Nee, das ist weg, ne? Das hier. War hier nicht dieser komische Dingspass, wo man doch Geld ausgeben sollte? Dass der auf einmal verschwindet, ziemlich komisch, weil dann wäre das tatsächlich eine sehr kurze Saison gewesen und sehr viel Geld für so wenig, ne? Ich wollte es nur mal gesagt haben. Abzocke. Nenn ich sowas. Generell mal. Gut, dann einmal hier, ne? Ich meine, ich mag das Spiel, es ist gut gemacht, aber sowas, ja. Bei sowas ist halt wirklich bei mir empty. Danke. Ja, komm. Die können wir uns auch gleich holen. Ne? Genau. Komm. Ja, ich weiß. Ich möchte noch gerne mit den Erkundungen. Genau, aber hier. Nein. Okay, dann schicken wir die nächsten los. Wieder die beiden. Ich frage mich, wann wir, mal wieder jemand anderen
Oh, hier kriegen wir noch was anderes. Okay. Ja, danke. Ich bin gerade verwirrt. Okay, hier kriegen wir noch andere Dinge. Interessant. Ja, ich glaube, das war's dann auch schon für heute, ne? Genau. Allerdings können wir hier nochmal gucken. Ich wollte ja schließlich hier, hochstufen. Warte mal, wer ist denn jetzt am schwächsten von denen? Ja, hier, ne? Warte mal, kann ich die Sache... Wo ist er mittlerweile? Ah, ich kann sie. Dann ist sie am schwächsten. Ja. Ah ja, okay. Dann haben wir sie auch nochmal wieder ein bisschen hochgestuft. Ne, ist ja ganz süße, ne? Eine ganz süße. Wie sieht's waffentechnisch aus? Ja, dann haben wir nur zwei, die halt eine schwache Waffe haben. Ah, okay. Okay, da fehlt mir noch dieser Ziegelstein. Dann hier wahrscheinlich auch, ne? Genau. Ja, und ähnliche Bücher habe ich nicht zum Verfeinern. Okay. Ja. Okay. Nee, dann lassen wir das. Genau. Und wir sehen uns... Ah, ich sehe was auch noch. Pyro, Elektro und nochmal Animo. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ah, nee, doch nicht. Come on, let's Sorry. Get moving. Ja, ja, come on. Ich wollte nochmal beim Händler. Ich will schon die Folge beenden, bevor überhaupt, ne? Okay, doch. Gut, wir können es beenden. Wir können die Folge beenden. Denke ich mal. Ich glaube, Dings haben wir auch nicht bekommen. Also wirklich, nein. Oh. Was? Das ist schon weg? Verdammt. Okay, wenn das nächste kommt, ja. Ein bisschen doof. Gerade, ja gut. Dann hat sich das erledigt. Fürs Erste. Ich denke mal, da kommen demnächst wieder welche. Für die verwobenen Schicksale, ne? Ich meine, wir haben ja noch welche. Glaube ich zumindest. Weil ich meine, das müssten wir ja als Urgestein dafür bekommen. Ja, komm. Aber ich meine, wir müssten noch ein paar haben. Wo haben wir die denn? Generell meine ich. Ah ja, hier, 7. Genau, die bringen uns halt nur gerade nichts. Ja, und wir haben halt die hier noch. Kaputte Leier, aber die müssen wir bald wieder abgeben. Ja. Das waren die Animo-Siegel, genau. Hier haben wir noch 3 von. Müssten wir auch mal wieder öffnen. Dann kriegen wir nämlich ein paar Sachen. Ah ja. Okay, aber jetzt würde ich mal sagen, erstmal Ende bis morgen, weil wir morgen wieder die, ja, täglichen Quests machen, ne? Ja, die tägliche Runde Genshin Impact beginnt, ne? Wollen wir mal gucken, was wir hier in den Nachrichten gerade haben. Oh, ich krieg, ja, Urgestein. Dankeschön. Entschädigung, okay, irgendwelche Problembehebungen, okay. Ja. War das nicht das? Du hast noch keine Signatur erstellt. Figurschaukasten. Kann ich denn... Okay, nein. Schaukasten R3, okay. Cool. Ja. Nehmen wir erstmal unseren Charakter. Danach Ember, Kaya Lisa, Noel, Changling und ja. Nö? Genau. Ja, machen wir. Oh, gefundener Abgrund noch nicht versucht. Okay. Mhm. Ja, okay, gut, dann hätten wir das. I didn't know you were such a slacker. Oh. Das ist wohl. Once, there was a glorious kingdom established in the heavens. From that kingdom, meines kennen wir schon. Crowned heir,
kommt zurück. Seeking out the Genesis Pearl from the Kingdom of Darkness. Ja, wissen wir. The first crowned heir began her journey of seeking the pearl. Ja. But she was deceived, and the memory of her noble origins faded. Ich frag mich eigentlich, wer sie ist. She now believed that she was the queen of the Kingdom of Darkness. Ich meine, sie hat eine ähnliche Frisur, wie die, glaube ich, zum Anfang. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber sah die am Anfang nicht ähnlich aus? Ah ja. Bei meinem, ja, Miang Xiao-Erlebnispass, aha. Ja, aber wir nehmen ja den Dings nicht. Also von daher interessiert uns das nicht. Achso, okay, cool. Wieder das. Interessant. Also wie gesagt, ich werde diesen Gnostiker-Erlebnispass nicht kaufen. Das ist... Ja, nein. Wirklich nicht. Gut. Hier haben wir die Sphären. Ah ja, hier ist der gewundene Abgrund. Ja, gut. Nö. Liu, 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 Liu. Ja, überall in Liu. Gucken wir mal. Auf der Map. Ja gut, fangen wir hier an, ne? Hier oben. Gehen hier rüber und dann hier rüber oder so. Gucken wir, aber hier können wir gut anfangen, genau. Ne, Urme? Hab nämlich heute wieder einen Gast beim Aufnehmen. Klein Urme. Der ist wieder zu Besuch. Nisnau? Ja. Bist schon eifersüchtig? Dass der Urme auf dem Bettchen sitzen darf und du nicht? Ja, momentan nicht, ne? Na, Urmel. Leg du dich mal hin. Da in der Richtung. Genau. Da unten müsste es dann sein, aber wir haben hier oben noch was. Mal, wenn wir es sehen, bin ich versucht. Okay. Da hab ich jetzt nicht gerechnet. Das war jetzt ein bisschen, ja, merkwürdig. Aber gut. Wir haben es ja hinbekommen. Und wir sollen die wahrscheinlich da unten besiegen, ne? Oh. Oh, oh, oh. Kriege ich das noch hin? Oder bin ich zu früh abgesprungen? Bitte sag mir nicht, dass ich... Ich bin zu früh abgesprungen, ne? Verdammt. Nein! Ganz knapp dran vorbei. Und ihr müsst es jetzt ausbaden. Ja. Na komm. I'll catch up. Na komm. I must leave no stone unturned. Ja, komm. Das kann sie am besten. Das kann er am besten. Ja, oh doch nicht. Braucht Ring Barbara. Für seine Kombi. Ja, komm. Mach ich ihn erstmal fertig, weil er ganz schön eine Nervensäge ist. Na komm. Oh, der lebt noch. Freeze!
Okay. Da haben, was zum Mitnehmen. Da haben wir was zum Mitnehmen. Wo haben wir hier noch was zum Mitnehmen? Na, hier haben wir noch ein bisschen was. Eine Kartoffel. Eine Kartoffel schon. Und ich will unbedingt den Geoding haben. Aber vorher gucke ich hier nochmal rum. Okay. Nehmen wir auch nochmal mit. Gehen wir mal da hoch und gucken mal. Ja. Nö. Ob wir da irgendwie. Oh. Jetzt sind wir mal wieder ganz schön schwach. Also bevor wir zum nächsten gehen, sollte ich mich vielleicht mal heilen. Cool it. Lassen. Nö. An der Statue. An der Statuette. Ja, okay. Das hätte ich nochmal. Aber gut. Da hoch. Wow, auf einmal so dunkel. Warum auf einmal so dunkel? Ah ja, okay. Ich verstehe warum. Begeben uns in Gebiete, in die wir nicht sollen. Allerdings will ich mich ja nicht ins Gebiet begeben. Ich will ja nur hier hoch. Ja, ja, nein. Spring doch nicht wieder runter, du Idiot! Mann, ich wollte da rüberfliegen, du blödes kleines Mistvieh! Lass mich doch wenigstens fliegen und spring da nicht so komisch runter! Mann! Ist mir egal, ob wir uns die Gegend später ansehen. Ich will ja nicht in die Gegend. Ne? Sondern darüber. Ich will nur die Höhe nutzen. Ja, ja, nein, nein, nein. Nicht runter! Nein! Du Idiot! Mann! Dafür hast du den Tod verdient. Ich will den Geoculus. Sorry, dass ich gerade durchdrehe, aber ich will diesen blöden Geoculus. So. Mann! Und von da ist halt am besten. Das ist halt die beste Höhe, die beste Nähe zu diesem blöden Ding. Leck mich. Echt. Halt einfach die Klappe, Paimon. Leck mich. Nein, du gehst da nicht automatisch hin. Und ich bring dich um, du blödes kleines Miststück. Ich bring dich um. Paimon, hör auf damit. Hör einfach auf. Ich will da nicht hin. Ich will da hoch, um da hinzukommen. Da, auf dieses blöde Scheißteil da. Das ist mir egal. Ich bring dieses kleine Mädchen um. Hier, ich bring dich um, du blödes scheiß Miststück. Mann, ey, das ärgert mich. Sowas ärgert mich. Sowas, da könnte ich kotzen. Das kann ich hier einen blöden Marker hinmachen und weiß dann nicht mehr, was es bedeutet. Wegen der kleinen Linie. Echt, ey. Das Stück hätten sie noch mitgeben können. Dass ich wenigstens hoch kann, um den Dings zu erreichen. Oh, nee, ey. Ne, dass ihr dran denkt. Sowas bitte nicht machen, Leute. Das ist scheiße. Wenn man diese blöden Geoculus nicht anders rankommt, dann legt mir ja wenigstens ein Dings hin. So ein Pusteteil oder irgendwie sowas in der Art. Aber das ist einfach nur nervig. Also da kriegt man einfach nur die Pimpernellen. Ich zumindest. Ich werde garstig. Ich werde 100% garstig, wenn ich irgendwo was entdecke, aber es nicht erreiche, obwohl es noch im Möglichen läge, nur weil das, wo ich das ich dafür brauche, um es zu erreichen, im Unmöglichen liegt. Es sind 5 cm. Ich kann doch mal kurz da hochklettern. Ich will ja nicht da weiterlaufen. Ne, mach das doch wie bei Assassin's Creed. Dass das so leicht flackert, aber nicht zurückläuft. Weil, ne, irgendwann, wenn du ganz zu weit gehst, wirst du halt despawned. Aber ich bin ja nicht ganz zu weit gegangen. Meine Güte. Alter, sorry, ich bin noch Horizon-gedöns hier. Alter, von der Steuerung. Alter, nervt das. Ich komme mir auch anders an diesen blöden Geoculus nicht ran, weil die anderen Dinger einfach nicht hoch genug sind. Ist doch so. Jetzt muss ich einmal gucken. Wieder Orientierung sein Boss. Die Richtung. Ne, das ist einfach nur übelst nervig. Sowas.
Dann setzt mir da einen Berg hin, dass ich wenigstens an dieses blöde Teil rankomme. Ich brauche die doch, um aufzusteigen. Und ich übersehe doch dann nachher wieder, wo es gewesen ist. Und diese ganzen blöden Markierungen bringen doch auch einen Scheiß. Ich meine, nicht süß gemacht und so, aber... Ey, da bin ich genervt. Bei sowas, da krieg ich die Pimpernellen. Wirklich. Aber so richtig. Also massig, ey. Da bin ich komplett raus. Versuchen wir mal... Ja, ich versuche nur hier rüber zu kommen, weil unsere Ausdauer langsam... Hui! Ein bisschen nachlässt, ne? Genau. Ja, ich weiß. Aber echt, ey. Aber Alter, das war jetzt gerade aber wirklich. Ne, da bin ich aber echt. Ne, damit kriegt man mich ja, ne? Aber sowas von. Aber genervt sowas von. Oh, ich bin dran vorbeigeflogen. Hier. Ah, da unten. Ich sehe schon. Hui! Ne, sowas kann man doch auch machen, ne? Also. Lasst mich doch wenigstens den Dings holen. Ne, also. Ein bisschen. Kann man normal gönnen. Ah, warte. Hier ist auch was. Okay, den habe ich gerade nicht gesehen. Wo soll der sein? Der hier in die Richtung. Ah, da oben. Ah, und hier sind wieder diese zum Schießen. Da könnte ich mich erschießen. Sorry. Was? Ich könnte ihn erschießen. Ah, ja. Ja. Die Steuerung hasst mich. Gerade werde ich von der Steuerung so dermaßen gehasst. Wird das andere Wort nicht sagen. Sonst ist das zu sexualisierter Content. Glaube ich. Denke ich. Wenn ich das sage. Ja. Wie gesagt, die Steuerung ist gerade nicht auf meiner Seite. Ich mag das Spiel. Es ist eine Überraschung für mich, dass es so gut ist, aber... Alter! Moment. Ja, sorry, ich wollte nicht in den Chat. Ich wollte nicht in den Chat. Oh, nee. Und wenn ich mich dann erstmal so richtig krass aufgeregt habe, ne? Dann geht's auch nicht mehr. Dann bin ich im Modus, ey. Dann bin ich aber sowas von im Modus. Ja. Ich sag doch. Steuerung hasst mich gerade. Aber absolut. Okay, jetzt geht's wieder. Wo ist der andere nochmal? Da. Einfach mal drauf schießen. Hab gehört, soll helfen. Nee, aber wirklich. Also, wir haben doch vorhin Urgestein bekommen, ne? Nehmen erstmal die Truhe mit. Oh, ja, oder auch nicht. Dodge this. Na komm. So. Guck ich doch mal kurz. Händler. Wow. Okay. Machen wir ja, ne? Okay, kriegen wir nicht mehr hin. Aber das ist krass. Ja. Hier brauchen wir noch ein bisschen mehr, aber gut. Nö. Das ist in Ordnung. Wie komme ich jetzt am besten da? Genau. Alter Schwede. Okay. Bombastische Anwendung. Den habe ich gerade bei YouTube gesehen. Den Typen, den Zhao. Schützender Yaksha. Den habe ich tatsächlich auf dem Thumbnail auf YouTube gesehen. Mal gucken, vielleicht kriegen wir ihn ja. Wir haben die 10 voll. Oder einen in der Art. Man weiß es ja nicht. Wow. Oh, wir haben Beidou bekommen. Okay. Oh, wir haben Diluc! Wir haben Diluc! Und Zhao! Wieso kriege ich auf einmal so viele? Oh, das Spiel will sich entschuldigen. Alter, das Spiel will sich entschuldigen dafür, dass wir gerade so ausgerastet sind. Ah.
Geil! Oh nee, geil! Geil, 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 geil. Ich nehme alles zurück. Nein, nehme ich nicht, aber... Eieieiei. Und du bist Anemo, okay. Krasser Charakter. Krass, ey. Okay, er wird als großer Dämonenbändiger und schützender Yaksha bezeichnet. Süß. Und Dille kennen wir ja, ne? Und du bist Beidou. Elektro, okay. Interessant. Sehr, sehr nice. Und auch sehr coole Frisur. Erinnert mich ein bisschen an unsere Ember. So ein bisschen, ne, so. Nur, dass Ember ein bisschen süßer ist und sie halt so ein bisschen, ja, erwachsener. Wirkt. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Okay, cool. Ja, dann wollen wir mal hier die... Das können wir nicht. Aber, die Waffe, ne? Okay. Ne, das will ich ja zu verfeinern dann benutzen, wenn dann... Okay, dann behalte erstmal deine Lanze, okay.